Willkommen zurück zu Vampire. Wir sind hier vor dem Anwesen von Lord Redgrave, beziehungsweise vor dem Escalon Club. Wir wollen da jetzt reingehen und sollen nochmal mit Lord Redgrave sprechen. Wir wissen, dass er nicht unser Schöpfer ist, was die Frage auf jeden Fall immer noch offen lässt, wer unser Schöpfer eigentlich ist. Und er hat auch keine Ahnung, so wie wir das erfahren haben. Was immer noch ein bisschen strange ist. Dann gibt es hier noch diesen alten Mann, der irgendwie nur Unmengen an Geld hat, aber selbst kein Vampir ist, was auch sehr strange ist tatsächlich. Und ja, wollen wir mit ihm reden? Wir brauchen ja noch, immer noch eine Mission. Wir wissen ja, dass es gibt ja diese Wachen, die wohl alle immer noch gegen uns sind, beziehungsweise gegen uns kämpfen wollen. Dann gibt es immer noch die Seuche, sage ich mal. Also es ist immer noch sehr, sehr offen, das Game. Und wir wissen immer noch nicht, was unsere endgültige Aufgabe ist. Deswegen sprechen wir direkt mit Lord Redgrave. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Okay, Skulls stehen mit der Epidemie in Verbindung. Das ist das, was wir auf jeden Fall machen müssen, aber wie wir es ja sonst so oft machen, wollen wir möglichst viel in Erfahrung bringen und ziemlich viel erfragen. You are spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Gut, ich hatte jetzt nicht unbedingt eine Wahl. Der arme Fergal wollte ja unbedingt gegen uns kämpfen. Und wir müssen immer noch was gegen die Epidemie machen, beziehungsweise gegen die Skulls. Das steht auf jeden Fall fest. Nur ist die Frage, wie wollen wir die Skulls erledigen? Dazu müssen wir wahrscheinlich, also wäre meine Vermutung, die Ursache der Skulls irgendwie in Erfahrung bringen. Also es gibt wahrscheinlich jemanden, der die Seuche verbreitet hat. Ähnlich wie Vampire, sage ich mal. Also die können sich ja auch mehr oder weniger verbreiten, indem sie andere beißen. Dadurch entstehen ja immer mehr Vampire. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich bei den Skulls. Nun müssen wir herausfinden, wer für die Skulls verantwortlich ist. Aber wir sind erstmal bei Fergal. Wer war Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshaw was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Vulcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Oh, okay. Das ist jetzt natürlich auch ein interessanter Fakt. Wow, okay, es gibt so viel. Es gibt ja, wir haben glaube ich auch schon gegen, haben wir nicht auch schon gegen Werwölfe gekämpft als normale Gegner? Ja, ne? Oh Gott. Boah, es gibt so viel. Jetzt gibt es die Werwölfe, jetzt gibt es diese Vulcod, die anscheinend doch etwas kräftigere Vampire sind, würde ich jetzt sagen, die aber oft mit Werwölfen verwechselt werden, weil sie so muskulös sind. Und es war ja Fergal auch, war ja so ein richtiges Monster, aber er war anscheinend ein Vampir. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Finde ich aber auch merkwürdig. Wir haben Fergal getötet, der ja ein sehr, sehr langer Gefolgsmann war von Lord Redgrave. Und er, ja, hegt jetzt nicht irgendwie Rache oder sowas, was ich sehr merkwürdig finde. Ich meine, gut, für ihn kann es gut sein letztendlich, weil wenn einer seiner stärksten Leute getötet wird von einem und derjenige dann in sein Team kommt, sage ich mal, ist es für ihn ja dann trotzdem ein Gewinn, ja, weniger ein Verlust. Vielleicht sieht das so, das könnte ich mir vorstellen. Do you know Edgar Swansea? Not personally,
But I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Okay, also so wie ich dachte. Aber es ist, ich finde es gut, dass Lord Redgraves Anliegen auch darin besteht, dass sowohl Sterbliche als auch Unsterbliche gerettet werden. Das heißt, er ist jetzt nicht nur dafür, auch die Menschen zu erledigen, also die gesunden Menschen, sondern eben alle, außer eben die Skulls natürlich, weil die ja auf jeden Fall eine Bedrohung sind. Denn so wie ich es auch jetzt gemerkt habe im Spiel, sind Skulls eher, also sind zwar auch Wesen, ähnlich wie Vampire, allerdings haben die nicht wirklich einen gesunden Gedankengang, würde ich behaupten. Das heißt, die sind halt wirklich darauf aus, eben, ja, Menschen oder Andersgesinnte, sage ich mal, eben zu erledigen. Wobei wir, oh, da gab es auch die eine Szene, wo wir auch in der Kanalisation diese Skulls getroffen haben, dieses Lager von denen, und da waren aber auch Skulls, die nicht bösartig waren. Oh, ist alles schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Skulls sind bösartig, ist hier eine Option. Einige Skulls sind friedlich, das wissen wir. Skulls sind Opfer, wäre auch nicht verkehrt. Bösartig wäre jetzt halt ja, etwas zu krass. Hm. Ich würde eher sagen, einige Skulls sind friedlich. Ich meine, wir haben das mit eigenen Augen auch gesehen. Ja, Skulls sind Opfer wäre jetzt aber auch nicht. Nicht das Schlauste, was wir sagen könnten. Weil somit stellen wir uns auf die Seite der Skulls, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, einige Skulls sind friedlich. Das ist auch das, was wir wissen. Wir sind ehrlich. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find and get results. Oh. Oh, Bandstufe ist anscheinend gestiegen. Familienporträt. Infektionsquelle im West End finden. Okay, frage Anwohner nach möglichen Infektionsquellen im West End. Kann ich mal mit ihm reden? How is your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. Okay, ja, machen wir mal, wenn wir schon mal da sind. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern. And I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. Stimmt, wir haben auch McCullum mal getroffen, auch nur einmal ganz kurz, und das war bei Dr. Swansea, der ja ein Vampirjäger ist, wenn ich nicht ganz falsch liege. Das heißt, auch früher oder später müssen wir nochmal auf ihn treffen, weil er uns natürlich gezwungenermaßen auch erledigen will, was ist ja seine Aufgabe.
What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served five kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news. For it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Aber wie ist er gestorben? Das wissen wir aktuell immer noch nicht. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Okay. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Erklärt zwar immer noch nicht, warum der Typ da ist, aber na gut. Okay, wir müssen mit Leuten quatschen. Muss ich auch mit ihm nochmal quatschen? Tut mir leid. Hab halt gedacht. Frage Anwohner nach möglichen Infektions... Okay, ist halt die Frage, wen wir alles anquatschen sollen. Gibt ja noch einige Leute, die wir noch gar nicht getroffen haben. Was mit dir? Ja, dann halt nicht. Gut, gehen wir mal raus. Vielleicht gibt es ja jetzt neue Leute, die in der Stadt rumlaufen und mit uns reden wollen. Es gibt aktuell nur, ich glaube, 5 Menschen, denen ich begegnet bin. Das wäre unsere Mutter, der Butler, die Tochter von Lady Ashbury, genau, die direkt hier steht, dann der eine Typ, der hier rumrennt. Dann seine Frau, die in einem Haus ist, und noch dieser Händler hier. Das sind sogar mehr Leute. Okay. Da waren wir noch nicht. Ja, danke, dass die Maus jedes Mal drüber hovert. All countries unite. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Ah, nice, okay. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ich hatte mir schon... Genau. Begib mich zum ersten Infektionsherd. Das ist dieses Haus. Okay. Wobei, wenn da steht zum ersten Infektionsherd, könnte es natürlich sein, dass es noch mehr gibt. Deswegen fragen wir lieber nochmal die anderen Leute. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Sofern sie etwas wissen. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it. I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge,
There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Okay. Haben wir noch einen zweiten Infektionsherd? Das ist sehr gut. Weißt du noch irgendwas? Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. And if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mulaneys. Yes? What about the Mulaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Okay, er hat uns, glaube ich, aber das gleiche gerade eben gesagt. Ach so, gut, wir müssen noch nicht mehr befragen. Das ist jetzt vorbei. Ach, sehr gut, es gibt nur die zwei. Wollen wir dann hier zuerst hingehen? Wahrscheinlich. Das ist ja ein Gebiet, da waren wir schon. Mal gucken, ob die Gegner wieder da sind. Ich glaube aber ja, weil da waren nämlich Gegner. Auch Wachen. Und dann gehen wir dahin. Ich glaube, das ist... Das ist irgendwie schlau. Muss hier lang, ne? Genau, und dann die erste rechts. Ah, sag nicht, du bist abgeschlossen. Nee. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Okay, rennen hier Gegner rum. Ich sehe Ratten. Da war gerade ein Husten zu hören, aber ich glaube nichts Bewegendes. Und ich habe wieder dieses Pochen. Hört ihr das? Sind das die Ratten? So, hier könnte ich hoch. Das ist aber dann schon wieder ein anderes. Ein anderes Haus. Waren wir hier nicht auch schon mal drin? Ja, ne? Sieht geplündert aus. Okay, ich glaube, hier waren wir. Okay, zumindest mal keine Gegner. Wollen wir mal hier rein. Ich sehe schon mal niemanden. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, wage ich mal zu bezweifeln. Wie mal alles so weit anschauen. Da könnte ich hoch. Aha, da streiten schon mal zwei. Lügner, Feigling, okay. Die scheinen aber oben zu sein, vermute ich. Mich wundert es aber, warum ich die nicht sehe. Was haben wir da? Okay, irgendwas, was ich wohl untersuchen kann. Okay, hier war nichts mehr. Hier ist nichts. Noch ein Schrank. Oh, eine Waffe. Hervorragende Pumpgun, aber ich bin ja kein Waffen... kein Fernwaffentyp. So, bestimmt eine geile Waffe. Ah. Sind jetzt hier im Haus. Wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich die zwei, die sich gerade gestritten haben. Ja, gut. Dann dürfen wir fighten. Oh, Bossfight. Okay, das ist bad. Ich kümmere mich erstmal um die Frau, glaube ich. Oh, das Gift ist halt... Oh, what? Ich dodge doch... Oh, okay. Ich merke schon, die haben mich... Hat gut aufgehalten. Ah,
Ah, man kann die nicht hitten, wenn die auf dem Boden liegen. Das ist ein bisschen arg unschön. Das hat nochmal gut Damage gemacht. Sie ist gleich down. Sie ist down. Ah, oh, natürlich, die explodiert nochmal. Ich bin so bad. Kann man nicht mal die einfachsten Sachen merken. Du machst einen Dreier-Hit. Nice. Okay, erstmal schön beißen. So, der ist viel einfacher als die Frau auf jeden Fall. Shit. Okay, und der ist down. Could it be a new stage in the disease's evolution? Das waren aber auch wieder welche, die... Oh, da müssen wir hin. Miteinander gesprochen haben. Interessant. War auch ein guter Fight. Also ich habe jetzt gar nicht so bad gefightet. Wir haben volles Leben, volles Blut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, ich habe das ganz clever gemacht, außer ab und zu mal mit der... Mit der Frau auf jeden Fall. Mit dem Gift. Da habe ich immer noch so meine Probleme, weil die Gegner jetzt relativ neu sind. Deswegen fight ich da noch ziemlich bad. Die Kiste noch. Okay, dann schnappen wir uns das, was wir uns schnappen sollen. Darling. Hab Dank für das kostbare Parfüm und den Pelzmantel. Ich kann es kaum erwarten, deine Hände auf meiner bebenden Haut zu spüren. Denn nur bei dir, mein Held, fühle ich mich derart begehrt. Bitte komm bald zu mir zurück, denn ich kann es kaum erwarten, meinen scheuen Busen wieder an deiner Brust zu drücken. Ja, mein Geliebter, mein Schatz, komm zurück zu mir. Ich verspreche dir eine Nacht voll ewiger und zügelloser Leidenschaft. Gerade trage ich einzig und allein deine letzten Geschenke am Körper. Oh ja, ich verzehre mich nach dir und will endlich meine unbezähmbare Lust mit dir teilen. Hingebungsvoll, deine Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Aha. Gut zu wissen. Das heißt, der Typ hatte eine Affäre mit jemandem und die Frau ist dann... Ja gut, warum waren die beide, aber egal. Gut. Okay. Das war der erste Infektionsherd. Sehr spannend. Müssen wir zum zweiten. So, ich schnapp mir... Ah, sicherheitshalber mal eine Ratte. Ich meine, die sind ja mehr als genug. Das ist einfach nur zur Sicherheit, weil ich nicht wusste, ob ich volles Leben habe und volles Blut. Deswegen haben wir uns die geschnappt. Ah, jetzt kann ich nichts mehr machen. Okay. Das war schon mal sehr spannend. Jetzt muss ich hier lang, ne? Genau hier, dann die erste rechts, weil da unten scheint zu sein. Das heißt rechts und dann links. Okay, aber es wird hier wahrscheinlich auch normale Gegner wieder geben. Was war das gerade für ein Geräusch? Oh, so ein großer. Oh, hell no. Bist du alleine? Ne, da steht noch einer hinten dran. Oh, ich hasse die Gegner. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Da fliegt auf jeden Fall die das Ding ab. Okay, nice. Auf jeden Fall erstmal voll heilen. Dann können wir den töten. Ziemlich easy.
Aber ich finde diese ultimative Fähigkeit, die wir haben, ist halt so nice. Die Kombo ist halt so stark, weil der Gegner wird dadurch, ich sag mal, kurzzeitig gestunt. Also festgehalten. In der Zeit können wir noch angreifen, selbst wenn er am Boden liegt, das was wir normalerweise, oder was normalerweise nicht der Fall ist. Denn wenn Gegner am Boden liegen, dann kann man sie normalerweise nicht hitten. Das stört mich. Aber das kann man mit dieser Fähigkeit gut machen. Und ich meine, jetzt ist sie wieder auf Cooldown, was nicht schlimm ist. Oh, shit. Was nicht verkehrt ist. Weil gleich haben wir sie wieder und dann kann ich es beim nächsten Gegner zum Beispiel wieder einsetzen. Also ist das auf jeden Fall in Ordnung. Das erstmal, um dann in die Kiste zu kommen. Und da habe ich auf jeden Fall zwei Gegner gesehen. Den hier und den Großen. Das heißt, beim Großen werde ich versuchen, wieder das Spezialding zu machen. Shit. Okay, den ist zumindest mal erledigt. Oh shit. Was war bad? Okay, bei dem werde ich es nicht einsetzen. Muss jetzt nicht sein, glaube ich. Mal kurz heilen. Ah, natürlich, wenn da noch ein anderer ist, der mit angreift, ist das ein bisschen bad. Okay, der ist aber down. Jetzt regt mich nur noch der Schütze da hinten auf. Du hittest mich? Junge, ist das dein Ernst? So. Dich nasche ich mal. So, da du nur Fernkampf hast, glaube ich zumindest, ist es nicht so bad. Frontalhaftig drauf zu gehen, das war auch ganz gut gefightet, glaube ich. Ich bin ganz zufrieden. Ich habe immer nicht so ganz viel Bock auf Fights, aber irgendwie haben wir ein ganz gutes Level. Und wir haben wieder 4000 Erfahrungspunkte, was ziemlich viel ist. It's locked. Von der anderen Seite. Okay. Zum Glück hat man Lebensregeneration außerhalb des Kampfes. Das ist sehr gut. Wir müssen da jetzt lang. Da wird es wahrscheinlich wieder einen Fight geben oder so, ne? Deswegen ist es ein bisschen unspektakulär, aber ein kleiner Cliffhanger werden wir hier die Folge beenden. Und beim nächsten Mal dieses Haus betreten. Uns das vorhin ganz anschauen. Ja, man sieht da schon mal. Da ist auf jeden Fall was. Da könnte es auch wieder einen Fight geben, so wie beim letzten Haus. Vermute ich zumindest. Deswegen heben wir uns das für die nächste Folge auf. Das war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!